Liebe Fuzzi-Fans und Faninnen, heute habe ich die große Freude, zum zweiten Mal meinen geliebten Bruder Oleg in der Sendung begrüßen zu dürfen. Er kommt direkt aus Russland und kann uns sicher interessante Fakten aus dem Land des Bösen übermitteln. Land des Bösen? Hast du das gerade wirklich gesagt? Ich kann auch gleich wieder gehen. Jetzt beruhige dich, Bruderherz. Warum bist du eigentlich wieder in Deutschland? Ich liebe die Kälte. Hä? In Russland ist es doch viel kälter. Da, aber nur draußen. Es ist doch dein geliebter Putin, der uns das Gas abdreht, um uns frieren zu lassen. Wie kannst du nur so einen Unmenschen unterstützen? Moment, Moment. Mein kleiner, unwissender Bruder. Was heißt hier klein? Ich bin der Erstgeborene. Weil ich dir den Vortritt gelassen habe. Russen sind höfliche Menschen. Weißt du, was abdrehen eigentlich bedeutet? Nix, nada, niet. Erreicht das dein vergiftetes Kleinhirn? Naja, es gibt immer wieder irgendwelche Wartungen, dann fließt ja gar nichts mehr. Ja, irgendwelche Wartungen. Auf der einen Seite jubelt dein Wertewesten darüber, dass Russland die Ersatzteile für Autos, Flugzeuge und tausend andere Dinge ausgehen. Auf der anderen Seite stellen sich deine Politiker hin und bezeichnen es als völlig unmöglich, dass die Pipelines technische Probleme haben könnten. Ja, genau. Das ist alles fiese Propaganda. Hast du mir überhaupt zugehört? Oder hat bei dir auch schon der allgemeine Gehirnlochfraß eingesetzt? Wie aggressiv und unflätig du bist. Jebat. Weil es mich einfach fassungslos macht, wie man so unendlich dumm sein kann. Wieso? Was meinst du denn? Ihr habt mit Nord Stream 2 eine milliardenteure Pipeline, über die ihr problemlos Gas beziehen könntet. Wollt sie aber nicht nutzen, sondern euch lieber ins Verderben stürzen. Was für ein hirnverbrannter Blödsinn. Wer sagt denn, dass Putin dann liefern würde? Dann hätte er halt zwei Pipelines, die aus technischen Gründen nicht funktionieren. Und wir hätten unsere engen Freunde aus der Ukraine schmählich im Stich gelassen. Gavno. Ihr denkt einfach nicht von 12 Uhr bis Mittag. Das ist eine absolute Win-Win-Situation. Entweder ihr bekommt Gas und rettet Europa oder ihr landet einen riesengroßen Propagandasieg und könnt wieder mit dem Finger auf die bösen Russen zeigen. Was für ein dummer Russe du doch bist. Wir werden doch nicht mit unserem Geld diesen Krieg unterstützen. Aha, dann erklärt der dumme Russe dir jetzt mal die Welt. Ja, dann bin ich gespannt. Punkt 1. Ohne Nord Stream 2 müsst ihr unglaublich viel mehr Geld für eure Energie bezahlen. Punkt 2. Kurzfristig bekommt ihr kein Gas, wie ihr ja inzwischen bemerkt haben dürftet. Das bedeutet, eure Wirtschaft geht in die Knie. Sprich, ihr habt noch weniger Geld. Ergo könnt ihr auch irgendwann die Ukraine nicht mehr unterstützen, weil niet больше денег. Mir reicht das jetzt mit dir. Markus, sag du doch mal was dazu. Das ist eine krasse Umkehr von Logik. Oleg, wir sind Brüder. Ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Mudak. Was hat er gesagt? Mutter, glaube ich, heißt irgendwas mit Bruderliebe, glaube ich, oder sowas. Wie süß von dir. Also, ich bitte dich einzusehen, dass wir einfach nicht akzeptieren können, was gerade in der Ukraine passiert. Da sterben Leute, Oleg. Verstehe. Das heißt, immer wenn ein Krieg begonnen wird, schreitet ihr ein, weil ihr Werte besitzt und der Mehrheit der Welt moralisch überlegen seid. Ich ahne, was jetzt kommt. Ja? Gut, dann brauchen wir nicht über die Kriege und Toten zu sprechen, die zum Beispiel Amerika zu verantworten haben. Oleg, das ist doch alles Whataboutism. Du meinst Whataboutism. Was? Nein, Bruder, das ist Geschichte. Nee, das sind olle Kamellen, die heute nichts helfen. Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Wer hat das gesagt? Dein toller Putin? Helmut Kohl. Gut. Und was würdest du dann vorschlagen, Mr. Siebengescheit? Hört auf mit eurer moralbesoffenen, kindischen Politik. Werdet euch eurer abgrundtiefen Scheinheiligkeit bewusst. Hört auf zu hetzen und Feindbilder zu schaffen. Und setzt euch für Frieden ein. So ein Quatsch. Russland will doch überhaupt nicht verhandeln. Weil niemand wirklich verhandelt. Eine Wertegesellschaft wäre schon im Februar in Moskau gesessen und hätte so lange verhandelt, bis eine Lösung rausgekommen wäre. Aber dafür muss man sich nun einmal aufeinander zubewegen. Politik ist Dienstleistung für den Frieden. Wie auch immer.
Ihr seid blöde und gemein. Wir sind die Guten. Ja. Okay, dann habe ich noch ein kleines Beispiel für dich. Erinnerst du dich an Ruanda? Schon wieder Whataboutism. Herrgott, Brendel, benutzt bitte nur Fremdwörter, die du auch aussprechen kannst, bitte. Alles, was dir nicht passt, ist Propaganda oder Whataboutism, Bruder. So geht das nicht. In Ruanda wurden Hunderttausende von Menschen niedergemetzelt und die Guten haben gleichgültig zugesehen. Hört einfach auf, euch über andere zu erheben und kommt in der Realität an. Es gibt nicht die Bösen und die Guten. Und wenn, dann seid das sicher nicht ihr. Markus? Das ist eine krasse Umkehr von Logik. Was sagst du jetzt? Sagt Knies. Privet. Drei Dinge sind sicher auf dieser Welt. Ich bin böse, mein Bruder ist gut und im Dezember kommt der Nikolaus. Subscribe.